Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Heute möchte ich Ihnen von Sud Express, das ist ein portugiesischer Modellbahnhersteller, Containertragwagen vorstellen. Sie zeichnen sich samt mitgelieferten Containern durch einen hohen Detaillierungsgrad aus. Die nachgebildeten Tragwagen gehören zur Transfesa Logistik SA. Und dazu werfen wir mal einen kurzen Blick auf das Unternehmen. Die Transfesa Logistik SA ist ein spanisches Transport- und Logistikunternehmen mit Sitz in Madrid, das sich auf Schienen- und Straßentransporte unter anderem für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Gegründet wurde Transfesa 1943 in Badajoz. Geschäftsgegenstand war seinerzeit die Beförderung von Vieh. Ab 1949 beförderte sie Südfrüchte in eigenen umspurbaren Kühlwagen von Spanien nach Europa. Die Deutsche Bahn hat im Juli 2007 die Mehrheit an diesem unter anderem für die spanische Güterbahn zuständigen Unternehmen gekauft. Der Anteil von etwas über 50% kostete die Deutsche Bahn rund 130 Millionen Euro. 2009 wurde Transfesa in die neue DB Schenker Rail, heute DB Cargo, eingegliedert. Bei der Transfesa handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von der Deutschen Bahn zu 70% und der spanischen Staatsbahn Renfe. Zu sehen sind übrigens diese Containerwagen unter anderem vor Ganzzügen nach Köln oder Eisenach. Und diese beiden Namen sagen ja auch schon sehr viel über die Automobilstandorte aus. Köln steht für Ford und Eisenach für Opel. So, und jetzt liegt er hier vor mir auf dem Tisch und ich möchte Ihnen diese Wagen jetzt kurz vorstellen. Sie kommen in einer sehr ordentlichen Verpackung. Ja, also das ist schon recht gut. Klarsicht, man sieht, was man kauft. Und sie sind auch sehr ordentlich eingepackt. Einen Container habe ich schon mal rausgenommen. Sie sehen also einzeln drin und auch in einer sehr weichen Kunststoffhülle verpackt, sodass also nichts beschädigt oder kaputt geht. Und dann natürlich das gute Stück, der Doppelcontainer-Tragwagen. Diese Tragwagen sind aus Metallspritzguss gefertigt, das heißt, sie haben also auch schon ein sehr eigenes hohes Gewicht und sind natürlich hervorragend detailliert. Die Containertragwagen LAA-GRSS der Renfe sind in verschiedenen Ausführungen der Epoche 5 und 6 bestellbar. Im Lieferumfang sind zwei nachgebildete 45-Fuß-Container mit der Aufschrift Omfesa Logistik bedruckt enthalten. Die Container sind als Schiebeplancontainer ausgeführt und aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Die Container sind, wie die Tragwagen selbst, hoch detailliert und vorbildgerecht ausgeführt. Die Tragwagen sind im Metallspritzguss ausgeführt. Alle Anbauteile sind aus Kunststoff. Die Wagen bringen ohne Container ein Gewicht von 84 Gramm, mit Container immerhin 159 Gramm auf die Schiene. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos und trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Die Tragwagen sind perfekt, auch dank der extra angesetzten Teile nachgebildet. Beide Wagenhälften sind mit einer festen Kupplung verbunden. An den Wagenenden befinden sich der Aufnahmeschacht für Kurzkupplung nach NEM 362. Der Verpackung liegen zusätzlich zwei Beutel mit Zurüstteilen bei. So unter anderem auch die Befestigungselemente für die Container nach NEM 380.
Wem jetzt die NEM 380 fremd ist, kann das bei uns auf der Seite nachlesen. Einzelne Container in anderen Bedruckungsvarianten können zusätzlich bestellt werden. Soweit zu den Containertragwagen, liebe Modellbahnfreunde. Dann habe ich Ihnen aber noch einen zweiten Wagen mitgebracht. Es ist ein SGN-SS, ein sogenannter Rungenwagen, für Holztransporte geeignet. Auch hier diese Rungen und so weiter, diese Dinge sind extra angesetzt. Und im Einzelnen die Detaillierung, liebe Modellbahnfreunde, stelle ich Ihnen jetzt vor. Der Rungenwagen SGN-SS mit Rungen der InnoFreight für Holztransport ist unter der Artikelnummer SUTK 07317 bestellbar. Der Rungenwagen ist hoch detailliert und vorbildgerecht in Metallspritzguss und roter Farbgebung ausgeführt. Alle Anbauteile sind aus Kunststoff. Ein weiterer Rungwagen der Comsarel in blauer Farbgebung ist ebenfalls unter Artikelnummer SUCM 04217 bestellbar. Der Wagen bringt ein Leergewicht von immerhin 53 Gramm auf die Schiene. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos sowie trennscharf ausgeführt. An den Wagenenden befinden sich der Aufnahmeschacht für Kurzkupplung nach NEM 362. Der Verpackung liegt zusätzlich ein Beutel mit Zurüstteilen bei. Das waren die beiden Fahrzeuge, liebe Modellbahnfreunde, die ich Ihnen heute vorstellen wollte. Weitere Modelle von SUTExpress finden Sie natürlich bei uns auf den Seiten. Stöbern Sie ruhig mal ein bisschen rum. Und ich denke, das ist eine sehr attraktive Geschichte. Da gibt es auch übrigens Kesselwagen. Ja, den Rungenwagen, liebe Modellbahnfreunde, und auch den Containertragwagen wollte ich Ihnen mal persönlich vorstellen und auch ans Herz legen. Es ist also unglaublich, wie detailliert diese Wagen hier vor mir stehen. Es ist eine Augenweide. Und bald können natürlich diese Wagen auch bei Ihnen auf der Anlage fahren und stehen. Und Sie werden mir recht geben, es ist wirklich ganz toll. Ja, das war's heute und von mir hier aus dem Studio zu SUTExpress. Ja, und dann verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Frank Puttig.